Leute, was geht ab? Franz Fuchs ist back in business. Ja, ihr seht richtig, ich trage endlich wieder meine Lieblingskleidung, das blaue Hawaii-Hemd, zusammen mit der blauen geilen Sonnenbrille und meinem orangefarbenen Käppi. Ja, es ist lange Zeit her, aber jetzt sind ich und meine Kleidung wieder back und das ist gut so. Wie auch immer, Themenwechsel. Letztens lief die zweite Ausgabe von Schlag den Hänzler und das ist meine Meinung dazu. Hallo Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Gaming Fun. Heute spiele ich das Spiel Schlag den Rab 3, und zwar das Originale, nicht die Billigkopie, die ProSieben gerade herstellt. In Ordnung, dann wollen wir mal sehen, was du zustande bringst. Alles klar, Steven Gadget. So, wir spielen eine gute Runde Blamieren oder Kassieren mit unserem guten alten Freund Elton. So, Schlag den Hänzler, was ich davon halte, sage ich euch jetzt. Blamieren oder Kassieren? Also, es ist folgendermaßen. Stefan Raab kann man nicht ersetzen. Ich hab's ausgesprochen. Man kann ihn einfach nicht ersetzen. Durch gar keinen. Wie wurde die verlassene jordanische Stadt? Stefan Raab ist der größte Entertainer seit Rudi Carrell. Und Steffen Hensler ist nun mal ein Koch. Steffen Hensler behauptet nur, er kann andere Sachen außer kochen, aber stimmt nicht. Er kann nur kochen, auch wenn er was anderes behauptet. Wie lautet die Seriennummer des Raumschiffs Enterprise? Ja, und es ist folgendermaßen. Leider Stefan Raab hat so viele Talente. Musik produzieren, selbst Musik machen, moderieren, Comedy und noch viele weitere Talente. Und Hänzler kann man nun mal nur kochen. Außerdem hat Stefan Raab so viele bekannte Namen gemacht, wie Elton oder Lena Meyer-Landrut. Die waren vor Stefan Raab gar nicht bekannt und jetzt sind sie durch ganz Deutschland bekannt. Dank Stefan Raabs Hilfe. Und wer ist nun Steffen Hänzler bekannt? Niemand. Wenn ihr jetzt denkt, ich bin Stefan Raab-Fan, dann muss ich sagen, ja, ihr liegt richtig, ich bin Stefan Raab-Fan. Ich habe alle seine Sendungen gesuchtet. Es gab ja auch so viele auf ProSieben. Die halbe deutsche ProSieben-Leinwand war von Stefan Raab abhängig. Dann mal munter weiter. Und die Tatsache ist, es ist nicht Stefan Hänzler, es ist Stefan Raab. Man kann ihn einfach nicht ersetzen. Man hätte auch jeden anderen nehmen können und das hätte trotzdem nicht geklappt. Das war die richtige Antwort. Ich muss auch sagen, dass ich Steven Gatchen vermisse. Elton kann man sich zwar als 1, 2 oder 3 Moderator antun, aber als Live-Show stundenlang, nee, das kann ich einfach nicht. Da habe ich nicht das gleiche Gefühl wie bei Steven Gatchen. Und der neue Kommentator, danke. Ich meine, Frank Buschmann war sensationell und der neue, der bringt mir nicht das gleiche Gefühl ein wie Frank Buschmann. Ich meine, Frank Buschmann war auch einzigartig von seinen Kommentatoren her, aber er hat ja sicher was Neues schon gefunden. Okay, ich komme ja schon. Und ja, Stefan Raab kann man einfach nicht ersetzen. Das ist jetzt mein Schlussprelole. Ein super Spiel. Freunde, die Frage ist nur, eins, wenn schon Schlag den Raab übernommen wurde, was übernehmen die denn bald noch? Ich meine, jetzt stellt euch vor, es kommt eine Neuauflage von TV Total raus. Ich meine, das wäre furchtbar. Stellt euch TV Total mit Tim Meltzer vor, das wäre furchtbar. Das könnte man sich nicht vorstellen, aber Schlag den Hänzler hätte man sich auch nicht vorstellen können. So, aber die genauen Worte fasse ich jetzt mal ganz kurz zusammen. Hallo Leute, euch ist aufgefallen, es gibt jetzt viele Unterschiede bei der neuen Sendung Schlag den Hänzler. Statt 500.000 werden nur noch 250.000 Euro erhöht. Der Moderator ist jetzt Elton und Frank Buschmann kommentiert nicht mehr. Gut, ich habe nur noch eine Frage. Habt ihr eigentlich den Arsch offen? Seid ihr eigentlich bescheuert? Auf welche Sonderschule hat man euch geschickt, Mann? Ich meine, aus so einer Legendenserie einen solchen Scheißhaufen zu machen, das gab's vorher noch nie. Wirklich. Kündigt euren Job, ihr Versager. Zurück ins Studio. Danke für diese kurze Bemerkung. Guten Abend.